Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen veganen Foodhaul von mir. Dieses Mal wieder ein Kaufland-Haul. Ja, wir waren wieder bei Kaufland, aber es sollte jetzt kein Wocheneinkauf werden, kein großer Einkauf. Einfach so durchgelaufen und ein paar vegane Dinge mal wieder mitgenommen, die neu sind, die ich noch nicht kenne. Und einiges davon ist auch neu. Ja, genau. Also neue Produkte und auch Produkte, die es wahrscheinlich schon länger gibt, aber ich persönlich noch nicht kenne. Und natürlich auch ein paar andere Dinge, die uns so über den Weg gelaufen sind. Ja, ich blende euch wieder Preise ein. Dieses Mal habe ich von Kaufland den Zettel mitgenommen. Und ja, wir fangen mal an mit einer Neuheit. Gibt es aber jetzt schon länger. Leider habe ich die das letzte Mal nicht gefunden. Und eine liebe Zuschauerin hat mir geschrieben, dass ich das Produkt eventuell auch in der echten Wurstabteilung finde. Also nicht bei den veganen Produkten im Kühlregal, sondern ich zeige es euch erstmal. Das gibt es in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und zwar sind das diese Snack It Würste, Salami, wie man die auch immer nennt, diese ganz langen Peitschen eben, oder wie sagt man dazu? Die gibt es in drei verschiedenen Varianten und die waren einfach in der Wurstabteilung, wo es so geräucherte Wurstprodukte gibt, also echte Wurstprodukte, ja, in der Nähe von Brot und sowas. Ja, schaut einfach nach oder fragt am besten nach. Ich bin einfach überall durchgelaufen und als ich dann gesehen habe, hier sind so geräucherte, echte Würste, war das wirklich mittendrin zwischen, ja, sämtlichen anderen Salami-Dingern. Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich alle drei Sorten natürlich mitgenommen. Und zwar gibt es da einmal diese Originalversion. Tut mir leid, dass das beschlägt. Ich hatte nämlich hier im Wintergarten gerade die Infrarotheizung an, weil es hier so eiskalt ist und deswegen beschlägt das ein bisschen. Also, das sind so ganz, ganz lange Peitschen, die kann man abbrechen. Also eigentlich ist das eine, dieses Ding ist komplett durchgehend. Die muss man dann so abbrechen. Also das ist auf jeden Fall die Originalversion. Die schmeckt gut, ja. Schmeckt gut. Ich habe Besseres erhofft. Im gleichen Fall habe ich aber auch Schlechteres erhofft. Weil so Wurstprodukte habe ich bis jetzt noch nicht so das Richtige für mich gefunden. Beziehungsweise so eine Salami-Art, also so eine Salami-Imitation, habe ich bis jetzt noch nichts Gutes gefunden. Da habe ich schon sehr viele Produkte ausprobiert. Meistens ist es vom Biss sehr merkwürdig oder vom Geschmack. Und aber da das schon sehr viele gute Bewertungen jetzt hatte, habe ich die mal habe ich jetzt mitgenommen. Und zwar original, ja, kann man essen. Würde ich mir, also ich habe die Original habe ich zweimal mitgenommen, genau. Und deswegen habe ich hier eine Packung schon probiert. Kann man essen. Wenn ich aber das jetzt alles aufgegessen habe, würde ich es nicht nochmal kaufen, die Original-Variante. Dann gibt es dieses Piri Piri. Das ist so scharf. Sehr scharf. Also wenn ihr nicht scharf mögt, dann lieber nicht essen. Die sind schon wirklich sehr, sehr scharf. Aber da muss ich sagen, ich persönlich mag scharf und die würde ich mir auf jeden Fall wieder kaufen. Die habe ich auch zweimal mitgenommen, weil ich mir schon gedacht habe, am allerbesten sind wahrscheinlich die scharfen, weil das übertünkt ja auch den ganzen Geschmack dann. Die Konsistenz ist in Ordnung, könnte natürlich besser sein, könnte noch ein bisschen härter sein, die Konsistenz. Also die Konsistenz ist von allen drei gleich, es ist ein und dieselbe Wurst, nur eben in anderen Geschmacksrichtungen. Finde ich sehr gut, würde ich mir wieder kaufen, aber jetzt auch nicht wöchentlich regelmäßig, aber kann man mal im Jahr machen. So eine Packung hält ja auch sehr lange, oder hier in dem Fall jetzt nicht, die läuft im Mai ab. Kommt auch darauf an, wann man die kauft, vom Herstellungsdatum. Und hält ja darüber hinaus auch noch, sind ja nur, ist ja aus was ist das nochmal? Die sind aus Sojabohnen, ne? Ja, aus Sojabohnen hergestellt und dann sämtliche Gewürze. Also die scharfen kann ich nur empfehlen. Die jetzt nicht die originalen, schmeckt halt ein bisschen fad und auch komisch. Die scharfen aber sind völlig in Ordnung. So, jeweils zweimal. Und jetzt die dritte, da kann ich nichts zu sagen. Die dritte Variante ist hier drei Seeds, also drei so Samen. Habe ich jetzt noch nicht gelesen. Ach, hier steht es ja auch. Sunflower, Chia und Linsen. Also die besteht aus Sonnenblumenkerne, Chiasamen und Linsen. Hört sich interessant an. Die muss ja dann wohl auch anders schmecken. Also da bin ich auch schon sehr gespannt. Aber es hat mich jetzt nicht so angesprochen. Deswegen habe ich die nur einmal mitgenommen und werde ich noch testen. Ja, gut. Das war es jetzt. Wieder eine lange Rede dafür. Dann haben wir einfach ganz normal Kresse mitgenommen. War auch die letzte Packung. Und einfach Kresse. Ich baue die ja eigentlich sonst immer selbst an die Kresse. Überwiegend aber
Ja, ich habe jetzt schon lange keine Kresse mehr angebaut. Ich weiß auch nicht warum. Eher so im Sommer dann. Aber wird mal wieder Zeit. Jetzt haben wir einfach eine Packung mitgenommen. Dann noch etwas von der Kaufland Eigenmarke. Ich glaube, das gibt es schon sehr lange, aber ich habe es noch nicht ausprobiert. Von Take It Veggie, diese Kaufland Eigenmarke. Diese veganen Nuggets, die sollen nach Hühnchen schmecken, glaube ich, oder? Ja, nach was sonst? Also einfach so Nuggets. Werden bestimmt gut sein, hoffe ich zumindest. Ich habe schon viele vegane Nuggets gehabt, die wirklich nicht gut waren. Ich habe jetzt spontan keine Marke im Kopf, aber es gibt da schon sehr viele, die mir nicht schmecken. Aber ja, ich hoffe jetzt hier mal das Beste. Habe ich einfach mal mitgenommen, weil ich noch so Wraps zu Hause habe und die bestreiche ich immer mit veganem Frischkäse. Dann mache ich diese Nuggets in der Pfanne, halbiere die oder gebe die im Ganzen rein, Salat, Tomaten, alles rein, zusammenwickeln. Sehr lecker, wenn es mal schnell gehen muss oder man nicht so viel Hunger hat. Dann habe ich das hier noch mitgenommen, was Neues, zumindest kannte ich es noch nicht. Und zwar heißt die Marke Wenchoi oder Wenjoi, Wenchoi eigentlich, oder? Veganer Käse. Und zwar vegane Scheiben würzig. Ich habe keine Ahnung, ob es da noch eine andere Variante gab. Ich habe nur würzig gesehen und dachte mir, ich nehme die jetzt mal mit. Einfach für eine Lasagne, für irgendeinen Auflauf. Käsescheiben pur, also vegane Käsescheiben. So mag ich nämlich nicht. Und ihr seht, ich habe ein Stück probiert. Aber auch nur ein ganz kleines. Das macht wahrscheinlich kein Mensch. Seht ihr das? Also ich habe nur ein ganz kleines Stück abgebrochen. Ja, riechen tut das wie ein veganer Käse, würzig, so wie diese von Simple wie diese ganz normalen Käse, diese Butterkäsescheiben. Geruchsmäßig nicht so lecker, finde ich. Ich mag solche Käsescheiben auch wirklich gar nicht, diese veganen auf Brot. Also ich esse gar keinen veganen Käse auf Brot. Mag ich nicht, wenn das so ist. Also die Konsistenz finde ich komisch, den Geschmack finde ich komisch. Nur veganen Frischkäse mag ich, aber so Käsescheiben nicht. Dafür mag ich aber so Käsescheiben, je nachdem welcher es ist, auf Lasagne, oder auch so geriebenen veganen Käse und alles in Aufläufen. Kommt aber auch drauf an, welcher. Und jetzt bin ich mal hier gespannt, wie der schmeckt, wenn der geschmolzen ist, auf einem Auflauf. Der ist auf Kokosbasis. Ja, bin gespannt. 2, 4, 6, 8 Scheiben sind drinnen. Wir werden mal gucken, aber pur, weiß ich nicht, mag ich das nicht. Dagegen, und jetzt kommt es, dagegen mag ich von Simply V. Das sind jetzt, glaube ich, die haben sich umbenannt. So, und zwar gab es von Simply V diese Burgerscheiben. Kennt ihr die? Also von Simply V gab es für Burger extra so Burgerscheiben. Dann habe ich jetzt irgendwie online gesehen, dass es die Burgerscheiben nicht mehr gibt. Die haben also diese Burgerscheiben in Charakterscheiben umbenannt. Ich hoffe, dass das jetzt auch diese hier sind. Seht ihr, da steht nämlich Charakter drauf, diese Charakter-Genießerscheiben, genau, von Simply Bee. Und ich habe irgendwie gelesen, dass sie jetzt nicht mehr Burgerscheiben heißen, also nicht mehr Burgerkäse, was auch immer, die veganen, sondern jetzt so, hoffe ich zumindest. Und ich hoffe, dass sie auch noch genauso schmecken, weil diese Burgerkäsescheiben von Simply Bee, die waren so lecker, aber auch nicht pur. Riecht auch anders, aber pur konnte ich die auch nicht essen, sondern auf Burger. Wirklich auf einen Burger-Patty mit Burger-Bun und allem drum und dran. Schön geschmolzen, noch, wenn man das noch in den Ofen hineingibt, auf den Burger-Bun und dann schmelzen lässt. Dann das Bun rein, also das Brötchen und allem drum und dran. Super, super lecker. Ja, und ich hoffe, dass das die sind. Die halten sich auch noch sehr lange bis Ende März, also bis Anfang April. Und da werde ich mir dann einen leckeren Burger machen. Und ich hoffe wirklich, dass das die jetzt sind. Ja, weil ich unbedingt die Burgerscheiben wieder wollte, die es ja nicht mehr gibt. Gut, dann habe ich einfach nur Nudeln mitgenommen. Jetzt kommen mal ein paar Nudelsorten. Und zwar habe ich zweimal von Barilla. Zweimal von Barilla diese Gabelspaghetti. Sind Gabelnudeln. Also zweimal die gleichen, je 500 Gramm. Das sind diese hier. Wie heißen die denn? Gobetti, genau. Ich glaube, das sind diese, ja, Gabelnudeln, sagt man auch, oder wie man dazu sagt. Zweimal mitgenommen. Dann habe ich noch die Collezione Tricolore. Ja, ich liebe ja so Penne hier mit drei Farben, mit Spinat und Karotte und allem drum und dran. Gibt es nämlich auch nicht überall. Und Barilla ist ja meine liebste Pasta-Marke. Also bin ich sehr froh, dass ich die schon mal habe. Dann die anderen. Und diese hier, da freue ich mich jetzt auch schon drauf. Die kann man nämlich füllen. Das sind die Collezione. Collezione, seht ihr das? Oh, die sind so gut. Das sind so richtige große Nudeln, die man füllen kann. Und da mache ich auch ein Rezept für euch. Ja, genau, die werde ich mir aufheben fürs Rezept. Da sind 250 Gramm drin. Ich glaube, ich hätte mehr mitnehmen müssen von der Packung. Aber wir werden sehen. Da werde ich auf jeden Fall ein Rezept für euch abgeben. Deswegen lasst mir sehr gerne ein Abo da. Dann verpasst ihr das auch nicht. Würde ich mich wirklich sehr freuen. Ja,
Dann haben wir ein Mochi-Eis mitgenommen. Das ist allerdings schon leer. Das haben wir gestern auch gleich gegessen. Ja, von der Marke WAO, WAO, wie auch immer. Mochi-Ice Cream. Die sind vegan, ja, in der Sorte Mango. Da gab es verschiedene, auch Kokos und so. Aber Kokos ist jetzt nicht so lecker. Mango ist wirklich super gut, erfrischend in der Mitte dann. Da waren 6 Mochis drinnen. Also kann ich auch nur empfehlen. Sehr gut. Dann habe ich noch von The Vegetarian Butcher diese Crispy Chickimicki Burger Patty mitgenommen. Also dieses hier ist auch, also The Vegetarian Butcher ist wirklich sehr gut. Und das sind 2 Stück drinnen. Guckt mal, auch für einen Burger ist halt jetzt Chicken mäßig. Also hier so 2 Dinger. Ja, und da dachte ich mir eben wegen dem, also ich habe das hier gesehen, dann noch die Charakterscheiben. Und dann dachte ich mir, ich werde die hier dann mal, die halten sich auch noch richtig lange. Wie lange halten die sich denn? Ja, die halten sich auch noch lange. Und die werde ich dann auch offen. Ich habe nur keine Burger-Buns mehr bekommen, also Brötchen. Die brauche ich dann noch, aber ja, die werde ich mir jetzt dann beim nächsten Einkauf holen. Und dann werde ich schön diese Chicken-Dinger auf den Burger geben mit dem veganen Käse. Und ich hoffe wirklich, dass das der gleiche ist. Ja, und dann habe ich noch 2 vegane Fleischsalate mitgenommen. Das war es dann auch schon. Und zwar, ja, wer kennt es nicht? Und zwar von Walter Pops, den veganen Fleischsalat. Der ist wirklich sehr gut, das ist mein Favorit. Und dann dachte ich mir, weil ich nicht mehr wusste, wie der von Rügenwalder Mühle ist. Da gibt es ja auch den. Es ist überall, also in beiden ist 150 Gramm drin. Moment, ich zeige euch jetzt mal das, dann seht ihr den Preis. Also einmal hier von Walter Pops. Und jetzt den Preis von Rügenwalder Mühle. Ich weiß es wirklich auswendig nicht, ich habe nur beide mitgenommen. Jetzt seht ihr auf jeden Fall, beide haben 150 Gramm und habe die Preise gesehen. Ich bin selber jetzt gespannt, wenn ich das dann nachher gucke auf den Zettel, was jetzt günstiger ist. Und freue mich auch schon drauf, jetzt den direkten Vergleich zu haben. Ich habe nämlich immer mal nur den von Pops mitgenommen oder nur den von Rügenwalder Mühle und hatte da nie den direkten Vergleich. Ich fand beide gut. Ich glaube aber, dass der von Pops wirklich im Geschmack besser ist als der von Rügenwalder Mühle. Also ich freue mich jetzt, das mal die Tage dann mal auszuprobieren, im direkten Vergleich. Und ja, das war es jetzt auch schon. Also ein ganz kleiner Food-Haul. Ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Für mich sehr viele neue Produkte. Ich habe mich über die Pasta sehr gefreut, über die Pastasorten. Und ja, lasst mir sehr gerne ein Abo da. Würde mich wirklich sehr drüber freuen. Folgt mir auch gerne auf Instagram. Der Link ist in der Infobox. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann.